So, und da sind wir auch wieder. Einmal Kakao. Oh, ist das geil. Wir haben Kakao gefunden. Endlich. Ade Maria, Josef, darf man das jetzt eigentlich überhaupt noch nehmen? Ich meine, heutzutage mit den ganzen Multikulti-Gerülte. Da kommen dann wieder ganz viele mit, ja, das liegt jetzt nicht konform mit allen Religionen. Ist der schon, woran sieht man, dass er reif ist? Ich habe die Farben gerade überhaupt nicht im Kopf. Der da ist heller. Und es gibt, soweit ich weiß, drei Stufen. Einmal ist er grünlich. Dann dürfte das die zweite Stufe sein, so gelblich. Und das dürfte dann die letzte Stufe sein. Heißt also, gegen müsste ich. Ja, kann ich ernten. Geil. Komm her. Jawoll. Oh, Kakao. Wenn ihr wüsstet, wie scheiß lange ich darauf gewartet habe, endlich mal Kakao zu finden hier. Oh, ist das gut, ist das gut. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Dreimal, okay. Wo war der jetzt? Wo war denn der andere? Hallo? Ja, dann Kakao. Kommt Exe. Alter. Oh, wow. Digga, sieht das geil aus hier. Da. Der ist aber noch nicht reif. Der ist definitiv noch gelb. Achso, wir haben Pointing at MCL Kakao Kakao 2. Combine, ach egal, einfach mal weg hier. Wow. Danke. Nein, da ist doch. Mit der Statusanzeige da oben ist ja fast cheaten. Da kann man nämlich zum Beispiel hier oben seine Position rausfinden. Da zweite Zeile ganz. Zweite Zeile ganz links. Und das will ich nicht. Sonst könnten wir uns mit der Zeile noch retten. Kommt ja drei. Oder finde ich hier noch anderes Kakao? Alter, wir haben Kakao gefunden. Holy moly. Wenn wir zurückkommen, werden erstmal ein paar Kekse gemacht. Genau das kann man nämlich aus Kakao machen. Mit Kakao und Stroh. Alter, wird doch mal reif. Ne? Was? Habe ich auch gesammelt. Das finde ich ein bisschen schade, dass es nicht so ist wie bei Doom, dass man praktisch eine Message bekommt. Die haben das und das aufgesammelt. Sondern hier hat. Och du Scheiße! Alter, ich laufe hier die ganze Zeit an so einem scheiß Riesen noch vorbei und merkt es nicht mal. Oh, da ist es wieder hell. Okay, halt, also das Ding ist definitiv unten irgendwo offen. Muss es hier irgendwo runtergehen, oder? Ah ja, ich sehe schon hier. Boah, Alter, ist das geil! Ich liebe diesen Ort. Wir müssen uns definitiv merken, wie wir hergekommen sind. Aber wir müssen sowieso merken, wie wir hergekommen sind. Sonst kommen wir nämlich auch nicht mehr zurück. Alter, werd doch mal reif. Du reifes Stück Scheiße. Gut, mal da überlegen. Also wir haben definitiv genug von dem Dschungel. Ja eben, ich kann doch gar keine Kekse backen. Weil erstmal muss ich das Kakao züchten. Ah komm, fuck, wir gehen zurück. Der braucht mir zu lange. Ne, dann züchten wir nämlich aus den drei, die wir bisher haben, züchten wir erstmal schon Kakao. Wenn wir dann genug haben, dann können wir uns aus dem Kakao dann, ja, halt die Sachen machen, die wir haben wollen. Also, sprich, Kekse zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob man noch was aus dem Kakao machen kann. Ich habe es bisher halt immer nur für Kekse benutzt, von daher. So. Tja, es fehlen uns echt bloß noch ein paar Zombies, die uns ein paar Möhren und ein paar Kartoffeln spawnen. Denn hier haben wir verpflegungstechnisch alle Ressourcen, also alle Grundressourcen. Aus denen wir denn verschiedenste Sachen. Es ist schon wieder dunkel? Aus denen wir uns ja verschiedenste Sachen machen können. Da hole ich mal das Bett auf. Erstmal ein bisschen Fleisch. Nee, lohnt sich noch nicht. Ja, es wird echt schon dunkel. Meine Güte. So, hier ist der Berg. An dem müssen wir wieder links vorbei. Und dann müssen wir wieder aufs Meer auftreffen. Einmal frontal. Ins Wasser. Ah, der Hase ist auch noch da. Schäfchen. Können wir eigentlich mitnehmen? Nein, nehmen wir Lippen ja nicht mehr. Nee, ich dachte nur Schweine. Da vorne zum Beispiel das da. Du wirst gerupft. Komm her.
Dankeschön. So. Egal, das Schwein hat das mal in Ruhe. Sieht man sonst eine zu große Schweinerei? Aber sie ist auch doch gut geklappt mit dem links am Berg vorbeilaufen, also rechts am Berg zurück vorbeilaufen. Gut erkennbar der Weg. Und den müssten wir jetzt quasi dann irgendwann aufs Wasser auftreffen. Ja, genau da vorne ist es schon. Da vorne ist schon Wasser. Obwohl, nee, das läuft runter. Bin ich denn jetzt überhaupt richtig? Ja, da vorne. Achso, doch Wasser. Da. Warte. Nee. Ich glaube, ich bin falsch. Muss ich jetzt wirklich hier lang? Oder muss ich schon in die Richtung? Sieht jetzt da so offen aus. Doch, ist hier richtig. Ja, doch. Doch, ist richtig. Doch, okay, alles gut. Weg mit dem Boot. Alles richtig. Alter, das habe ich mir aber gerade hier ins Boxhorn jagen lassen, hier mit dieser Scheiße. Alter, so viele Blumen. Wer macht denn so Mist? Wow. Was will die Spinne hier? Ich weiß, tut mir nichts, aber meine Nervosität steigt trotzdem ins Unermessliche. Kohle. Yay. Noch mehr Kohle. Was natürlich auch relativ sinnfrei ist, weil, also nicht sinnfrei, sondern gefährlich, weil nämlich genau über uns, hinter uns jetzt, schon dunkel ist. Heißt also, da werden jetzt schon viele Monster spawnen, die uns alle Bällchen in den Arsch ficken werden. Und zwar ohne Gleitcreme. Ich gehe ja schon. Gott, wo kommen wir hier raus? So. Klappe. Ich hab Klapp gesagt. So, was ist hier? Hier ist nur so ein kleiner Mikro-Canyon. Und da sind wir zu Hause. Yay, wir haben es geschafft. Geil, Omato. Gut. Frage Nummer 1. Was bist du? Bist du Dschungel? Ja, doch, das ist ein Dschungel, oder? Alter, jetzt ruf ich doch mal auf. Ja, Dschungel. Wow. Okay. Dann wird das unser offizieller Zuchtplatz für Kakao. Brauchen aber definitiv mehr Bäume. Ich guck mal ganz kurz, ob wir noch ein paar Samen haben. Erstmal ein bisschen entladen. Also da, das kann raus. Das kann auch raus. Das kann raus. Das kann raus. Ne, da ist drinne. Gut. Zuallererst gucken, wie macht man jetzt hier raus nochmal Samen? Ah! Ha, war ja einfach. So, die können wir direkt oder? Ne, da brauchen wir auch Samen. Okay. Lalalalalala. Perfekt. So. Gut. Ja. Die Pflanze kann auch weg. Die brauchen wir nicht. Ja, glaube ich. Ja, gut. So, warum ist die Diorite jetzt hier? Ich habe da ja keine Diorite aufgesammelt. Achso, doch, als ich Kohle abgebaut habe, ja. Gut. Okay. Wir brauchen nur Hau. Ach Scheiße, jetzt habe ich die Kacke weggebracht. So, Dankeschön. Da. Da. Ich war mir echt sicher, dass wir bereits eine hatten. Ich meine, wir mussten die eine gehabt haben. Hä? Was ist hier los? Aber ich finde die hier nicht. Oder haben wir die unten in die Höhle gebracht?
Ist auch egal. So. Aha, da ist schon wieder was fertig. Dann würde ich mal sagen, wo ist das Zeug da? Da kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da. Ich brauche ich nicht. Hallo? Bitte geh aus meinen Augen, bitte geh aus meinem Augenlicht. Moment, hat mich jetzt verfolgt, weil ich jetzt Zeug genannt hatte? Keine Ahnung. Weil irgendwie war da was. Man konnte die großen Viecher konnte man mit dem Heu anlocken. Und kleine Viecher, so wie die, weiß nicht gar nicht, ob die das manchmal waren oder ob das die Küken waren, die konnte man mit dem, also mit den Samen. Also das, was ich jetzt gerade in der Hand halte, anlocken. So, perfekt. So, und bei denen hier brauche ich jetzt ein bisschen was anderes. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen Complexity. Wir brauchen erstmal Sand. Ganz viel Sand. Das heißt, ich schöffel den ganzen Sand hier ab. Habe ich zufälligerweise eine Schuppe? Ja, habe ich. Fuck. So, also ein bisschen Sand hier abschöpfen. Dann werde ich hier so, okay. Na komm. Ja komm. So. Hallo? Ach Mann, ey. Nein, Digga, danke. Dankeschön. So. Passt. Gut, jetzt haben wir nämlich jetzt hier mit der Pickaxe. Nee, Quatsch, mit der Hau. Wo ist die Hau? Ho, ho, ho. Da. Hier kleine Graben ziehen. Das wäre dann praktisch. Oh, das ist ein bisschen Fleisch. Dankeschön. Jetzt weiß ich nur nicht, wachsen die jetzt nach links die Kürbisse und so oder wachsen die nach rechts? Nein. Ich probier's einfach mal kurz aus. Bap, bap, bap. So, dann müssen wir jeweils eins lassen, wo denn die hinwachsen, weil es ist ja so ein Strauchgewächs. Das wächst also hier raus und die eigentliche Frucht ist in daneben. Dann lassen wir noch eins frei für die Begehbarkeit, dann nochmal eins für die nächste und dann kommt hier praktisch der nächste Graben. Hier kommen auch wieder Pumpkins hin. Wieder drei freilassen. Und hier kommt denn die Melone hin. Dann wieder drei freilassen. Passt also hier nicht ganz. Dann gehe ich erstmal nach Hause und schlafe erstmal. Es wird wieder dunkel. Na komm.
So. Okay. Schöner Morgen. Apropos Morgen, ich mache ein bisschen erstmal hier an der Stelle kurz Aufnahme Feierabend. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Schau mit V.